Hallo Sananda. Danke, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast, um uns einige wichtige Fragen zu beantworten, um uns deine Sicht der Dinge zu erklären. Der Titel dieses Interviews, Warum haben manche Menschen so ein schweres Leben, passt ja sehr gut zu deinem eigenen Leben. Viele Zuhörer und Zuschauer wissen aus deinen Büchern und deinen Videos, welch schweres, hartes Leben du selbst hattest und teilweise noch hast. Viele werden sich fragen, warum ist das so? Kannst du uns allen in einfachen Worten erklären, warum das so ist? Warum müssen denn manche oder vielleicht auch viele Menschen so derart leiden? Warum gibt es denn dieses Leid auf der Welt? Und warum geht es trotzdem wiederum vielen anderen so gut? Ist das nicht ein Widerspruch? Ich glaube zu wissen, dass dies eigentlich dein Hauptthema ist, in all deinen Büchern und Videos. Du versuchst genau dieses den Menschen zu erklären, warum es dieses viele Leid gibt, wer davon hauptsächlich betroffen ist und wer für das Leid der Welt verantwortlich ist. Sananda, kannst du uns dazu etwas sagen? Warum gibt es Leid auf dieser Welt? Das ist schon eine philosophische Frage. Ich möchte aber nicht unbedingt philosophisch antworten. Ich denke, ich bin ein gutes Beispiel für das, was auf der Welt passiert. Und ich habe ja schon ganz zu Beginn meiner Tätigkeit als Geistheiler darüber gesprochen in meinen Videos und auch in meinem ersten Buch darüber geschrieben, was mir so passiert ist in meinem Leben. Das war auch der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich habe für mich festgestellt, dass bei mir irgendetwas nicht stimmt im Leben. Und das fing schon an als Kind, dass ich früh meine Mutter verlor mit 5 Jahren und dann alleine aufwuchs bei meiner Großmutter, die wiederum ihren Mann verloren hat. Also da waren viele Schicksale verknüpft miteinander, die sich dann dahingehend vereinten, dass ich mehr oder weniger alleine war, auf mich alleine gestellt war in dieser Welt, und habe dann als Kind schon sehr früh erfahren müssen, was es bedeutet, keine Liebe zu erfahren und im Mangel zu leben. Also im Alter von 9 Jahren wurde ich dann von meiner Oma weggebracht. Die Caritas hat mich dann zu Pflegeeltern gebracht, die schon weit über 60 waren, schon an die 70. Ich war damals 9 Jahre, kam dann auf so einen Bauernhof und wurde missbraucht als Sklave, um das mal so zu sagen. Als Kind kann man sich ja nicht wehren und realisiert das Ganze nicht. Was da passiert ist, war nichts anderes wie Traumata, die da implantiert worden in mich. Und natürlich aus bestimmten Gründen und auch von bestimmten Mächten, ich möchte es mal so sagen. Ja, das ging dann weiter. Ich habe dann immer mehr Ablehnung erfahren aus meinem Umfeld und konnte das nie einordnen. Habe mich immer gefragt, warum viele negativ gestimmt sind mir gegenüber. Obwohl ich ja immer ein fröhliches Kind war, immer kommunikativ war, immer auf die Menschen offen zugegangen bin und auch nie das Böse gesehen habe in den Menschen. Ich war immer recht neutral und aufgeschlossen und konnte das nie einordnen. Dann ging das weiter in die Schule mit Mobbing, immer den schwarzen Peter bekommen und dergleichen und immer verantwortlich gemacht, wenn irgendwas passiert ist. Heißt immer, das war der sowieso, sicherlich steckt er da dahinter. Und ich hatte quasi so eine Art Stempel auf der Stirn, wenn irgendwas passiert ist, das war er, Punkt. Und das hat sich dann so durchgezogen in meinem ersten Beruf. Ich bin ja, wie viele wissen, Polizeibeamter geworden, weil ich hatte keine Ahnung damals, was Geld als solches bedeutet und wie viel man da verdient. Das war für mich uninteressant. Ich wollte einfach den Menschen helfen und hatte so diesen eingebauten Beschützerinstinkt
und wollte immer da sein für andere und den Schwachen helfen. Das war eigentlich so mein Hauptanliegen, den Schwachen zu helfen. Und darum habe ich mir diesen Beruf gewünscht. Und das war für mich ein Ideal, das wollte ich werden. Und habe dann aber auch bald gemerkt, das passt irgendwie nicht so wirklich. Das ist nicht diese Welt, die ich mir vorgestellt habe in diesem Beruf. Irgendwas läuft da schief. Die haben was ganz anderes im Sinn, wie immer nur zu helfen. Das hat mich dann sehr irritiert und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir dann nach rund 8 Jahren gesagt habe, das hat keinen Sinn mehr. Das ist nicht meine Welt, ich kann mich da nicht verwirklichen. Habe auch Mobbing gespürt und Benachteiligungen ständig und ständige Diskriminierungen. Warum, weiß ich zwar oder wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und habe mich dann selbstständig gemacht in der Finanzbranche, weil ich ja auch da Leuten helfen konnte. Bin blind in die Welt hinein, weil ich wurde nicht vorbereitet. Es war ja keiner da, der mich vorbereitet hat, der mich gewarnt hat, der mir gesagt hat, pass auf, es gibt da böse Wölfe da draußen, die wollen nur dein Bestes, nämlich dein Geld, und die wollen dich nur übervorteilen. Also sei vorsichtig, mit wem du dich einlässt. Diese Warnungen, die gab es nicht, was mein Leben betrifft. Und so gesehen bin ich quasi blind in die Welt hinein, in die raue Haifischwelt, und habe dann ständig eins draufgekriegt. Ständig, musste quasi ständig leiden und ständige Schmerzen erfahren, ständig Pleiten erlebt, und bin immer in diese Sphären gelangt, die ich erreichen wollte. Das heißt, ich habe meine Ziele immer erreicht und habe dann immer eine draufgekriegt, wenn ich oben war. Es war für mich dann irgendwann so ein Schema zu erkennen, weil ich hatte ja mehrere Pleiten, und obwohl ich jedes Mal erfolgreich war, musste ich immer leiden, bekam eins drauf und musste wieder von vorne anfangen. Das ging über viele Jahre so. Ich habe dann immer zu meinem Umfeld gesagt, es scheint mein Schicksal zu sein, zu leiden. Es scheint mein Schicksal zu sein, zu kämpfen. Und offenbar mögen mich die Menschen nicht, obwohl ich eigentlich ein lustiges Kerlchen bin. Und ich konnte das alles nicht verstehen. Und deswegen ist mein Weg sehr hart verlaufen, weil ich die Informationen nicht verstanden habe und weil es auch so sein sollte. Das heißt, ich habe mir dieses Leben selber ausgesucht vor meiner Inkarnation, habe dann aber mehr oder weniger das ganze Wissen abgegeben an der Garderobe, als ich in diesen Körper geschlüpft bin, und konnte mich natürlich an nichts mehr erinnern. Das ist ja auch der Sinn des Spiels. Und die geistige Welt versucht natürlich, uns Botschaften zu vermitteln. Das heißt, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind, was für uns vorgesehen ist, wenn wir nicht unsere selbst vorgegebenen Ziele erreichen, dann kommt das Leid, dann kommt der Schmerz, um uns wieder auf den Weg zu bringen, um uns in die Orientierung zu führen. Und je weniger wir das verstehen, desto stärker wird der Schmerz und das Leid. Leid und Schmerz sind eigentlich was Positives, weil es ist die einzige Sprache, die geistige Welt uns schicken kann, die wir auch wirklich verstehen dann. Und je länger wir brauchen, um diese Informationen zu verstehen und umzusetzen, desto stärker wird das Leid werden. Und das Ganze bezieht sich auch auf das Leid auf dieser Welt. Alles, was auf dieser Welt an Leid passiert, wird natürlich von der Dunkelheit arrangiert, logischerweise. Es gibt die Dunkelheit, das wissen wir mittlerweile. Wer meine Videos kennt, weiß das. Diese Dunkelheit erfüllt aber auch eine wichtige Aufgabe. Das heißt, sie machen die Menschheit darauf aufmerksam, dass was nicht stimmt. Und deswegen wird das Leid auch immer größer. Und deswegen gab es auch diese ganzen Kriege. Es war nichts anderes wie ein Wachrütteln der Menschen. Es war ein Versuch, ein ständiger Versuch, die Menschheit aufzuwecken. Nur haben sie Menschen noch nicht verstanden. Deswegen muss das Leid noch größer werden, die Schmerzen werden noch größer werden, damit ein Teil der Menschheit aufwachen kann. Die meisten Menschen werden gar nicht aufwachen können. Sie sind auch nicht hier, um aufzuwachen. Die meisten Menschen sind hier, um die wenigen, die aufwachen sollen, aufzuwecken.
Sananda, du sprichst oft von Indigos, von positiven Sternensaaten, von künstlichen Menschen, von Reptiloiden. Du verfügst über die Gabe, diese sofort erkennen zu können, da du die Energiefelder von Menschen und auch Tieren sehen kannst und vieles mehr, weil du hellsichtig bist. Sananda, kannst du uns den Unterschied darüber kurz erklären? Wer ist was? Und haben diese Verfolgungen und diese Drangsalen, über die du oft sprichst, etwas damit zu tun, woher die Seele eines Menschen stammt oder ob ein Mensch über gewisse Fähigkeiten verfügt? Gibt es da eine klare Opfer-Täter-Unterscheidung, je nachdem, von welchem Planeten jemand stammt? Ja, gute Frage. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Indigos, die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Und zu den Antworten von meiner vorherigen, Frage möchte ich natürlich noch hinzufügen, dass es bei positiven Sternensaaten und bei Indigos natürlich noch eine darüber hinausgehende Beeinträchtigung der Dunkelheit gibt. Das heißt, Indigos und positive Sternensaaten haben nicht nur ihr persönliches Schicksal zu erfüllen, sondern eine darüber hinausgehende kollektive Aufgabe, speziell Indigos. Die Indigos kommen aus anderen Dimensionen, ich nenne es mal Planetensystemen. Mittlerweile würde ich aufgrund meines heutigen Wissens eher sagen, es sind andere Dimensionen. Sie kommen zum Beispiel von Alpha Centauri, von der Venus, von Andromeda und inkarnieren hier als hohe Lichtwesen in menschlichen Körpern. Sie sind eigentlich nicht hauptsächlich da, um jetzt ein persönliches Schicksal zu erfüllen oder aus der Gier nach Erfahrungen, um einfach irgendwelche Erfahrungen zu machen, sondern sie haben eine Aufgabe, eine göttliche Aufgabe. Sie sind hier, um der Menschheit Weisheit zu bringen und um der Menschheit Liebe zu bringen. Das heißt, sie sollen die verirrten Schafe wieder auf den Weg führen und laufen voran als Licht, damit diese folgen können. Und jetzt gibt es natürlich die Dunkelheit vom Orion-System. Die haben natürlich ein Interesse, das zu verhindern. Und das ist auch ganz legitim. Es ist so von Gott zugelassen, nicht gewollt, aber zugelassen. Und sie haben auch das Recht, uns mit allen möglichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, die unseren freien Willen aber nicht einschränken, uns auf dem Weg zum Licht zu behindern. Und das tun sie sehr massiv und immer mehr mittlerweile. Deswegen werden Indigos und positive Sternensaaten verfolgt und bekämpft auf diesem Planeten, natürlich auf einer Ebene, die normale Menschen nicht mitbekommen. Es gibt aber auch eine weltliche Ebene, die diese Menschen verfolgen. Es gibt Organisationen, da legen wir mir natürlich, nicht natürlich, aber mir liegen da handfeste Beweise vor aus Polizeikreisen, dass es Organisationen gibt, die Menschen wie mich zum Beispiel orten und insgeheim über die Freimaurerlogen auch verfolgen und drangsalieren. Also nicht nur auf der astralen Ebene werden wir bekämpft, sondern auch auf der weltlichen Ebene. Das geht Hand in Hand. Und die Indigos sind natürlich da sehr, sehr anfällig für solche Verfolgungen, logischerweise. Und Indigos werden rund um die Uhr verfolgt und drangsaliert. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Dunkelheit hier mehr oder weniger tun kann, was sie will, sondern sie unterliegen auch den kosmischen Gesetzen. Das heißt, sie können nichts gegen unseren Willen tun. Wir haben es im Prinzip selber in der Hand, wie wir mit diesen Verfolgungen und Drangsalen umgehen. Das liegt letztendlich an uns. Wir können uns davon einschüchtern lassen und einknicken oder wir können es ignorieren und sagen, nach mir die Sintflut, macht ihr doch, was ihr wollt, ihr könnt mich mal, ich lasse mich von euch nicht aufhalten und gehe meinen Weg einfach weiter, dann können sie nämlich gar nichts tun. Sie können nur dann was tun, wenn sie dich manipulieren können, wenn du darauf reagierst und wenn du dich einschüchtern lässt. Und das ist natürlich ein Prozess, den muss man erstmal verstehen, wenn man hier im Menschenkleid herumläuft. Und das dauert natürlich sehr lange,
Bei mir hat es leider sehr lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Und die Dunkelheit musste sehr massiv werden, um mich darauf aufmerksam zu machen. Und es ist aber letztendlich auch nur zum Positiven für uns alle, weil wir haben uns freiwillig inkarniert auf diesem Erdensystem, auf diesem Reservat der Reptiloiden. Auf dem Reich von Helheim haben wir uns freiwillig inkarniert. Wir wussten, auf was wir uns einlassen, und wir haben ja auch Unterstützung von den Lichtwesen, die ständig da sind und uns ständig helfen, weil wir sonst nicht alt werden würden, und deswegen werden wir beschützt. Die Indigos haben natürlich Fähigkeiten, die andere nicht haben. Sie sind sich der Fähigkeiten oft nur nicht bewusst. Und diese Fähigkeiten werden auch oft überlagert durch Traumata und durch energetische Blockaden und durch Besetzungen, die uns die Dunkelheit schickt, um uns mit allen möglichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, am Aufwachen zu behindern und uns zu blockieren, wo es nur geht. Und wenn man dann quasi gefangen ist in diesem Körper und in dieser Matrix und hat von außen keine Hilfe und erkennt dieses nicht, dann wird es schwer, und dann kann es zu massivem Leid führen, zu massivem Schmerz. Und entweder man wacht dann auf oder man stirbt letztendlich und muss wiederkommen und das von neuem versuchen. Und deswegen erfahren manche mehr Leid und manche weniger. Wobei es natürlich bei diesen Programmen, die gegen die hohen Indigos laufen auf der Erde, groß keine Wahl gibt für uns. Also wir können diese Programme nicht ausschalten, ihnen nicht entfliehen. Wir können sie nur erkennen und die Gründe erkennen. Und dann können wir mit unserem freien Willen entscheiden, wie wir damit umgehen. Sananda, welche Rolle genau spielt das Leid, der Schmerz, Krankheiten, Kriege und vieles mehr? Was hat es damit auf sich? Warum müssen Menschen leiden? Das Leid und die Krankheiten, die haben eine ganz wichtige Rolle, eigentlich die wichtigste überhaupt in allen unseren Leben und in unserem Leben, weil Krankheiten sind nichts anderes wie Botschaften der geistigen Welt. Wie soll uns die geistige Welt denn irgendetwas mitteilen, wenn nicht durch Umstände, die sie schafft, in uns schafft, oder auch zum Beispiel durch Unfälle und dergleichen? Wir wissen ja alle, die wir spirituell entwickelt sind, dass es keine Zufälle gibt. Zufälle würden ja Willkür bedeuten. Das heißt ja im Prinzip, würde das bedeuten, dass alles willkürlich entstanden ist. Aus toter Materie wurde Leben entwickelt. Aus dem Einzeller wurde Nobelpreisträger, und alles zufällig so entstanden. Dem ist natürlich nicht so. Es ist so, dass die geistige Welt mit uns einen Deal geschlossen hat. Das heißt, wir inkarnieren als Geistwesen oder als Lichtwesen, was wir immer auch sind. Also es sind ja nicht alles Lichtwesen, muss ich leider so sagen. Es gibt auch Dunkelwesen. Aber alle haben eins gemeinsam, wir sind alle Geistwesen, also das ist der gemeinsame Nenner. Und die Vereinbarung, der Deal lautete vor der Inkarnation, dass wir keine direkten Botschaften kriegen. Das heißt, es kommt keiner, der uns direkt vor die Nase sitzt und uns ins Gesicht sagt, pass auf, so und so sieht's aus. Du bist dann darum und darum bist du hier inkarniert, weil du genau das und das möchtest. Lieber Fritz und liebe Petra und lieber Hans, das wäre zu einfach. Dann bräuchten wir den Körper nicht, dann bräuchten wir die ganze Materie nicht. Der Deal war, dass wir nichts mehr wissen und dass wir quasi bei Null beginnen, und die geistige Welt, sprich Gott, hat nur eine Möglichkeit einzugreifen, um uns etwas mitzuteilen, nämlich über Botschaften, über Symbole, über Situationen, über Krankheiten. Alles, was um uns herum passiert, hat einen Symbolcharakter. Sei es, was deinem Auto passiert. Also wenn dein Auto defekt ist, ist es eine Botschaft an dich. Wenn dein Haustier krank ist,
ist es eine Botschaft an dich. Wenn dein Nachbar sich seltsam verhält, sind es Botschaften. Und wenn du krank wirst und bist, sind das Botschaften. Und Leid bedeutet missverstandene Botschaften. Leid und Schmerz bedeutet nichts anderes wie missverstandene Botschaften der geistigen Welt. Das heißt, ich habe irgendetwas nicht verstanden. Ich habe den Wink nicht verstanden. Ich bin zu überlagert durch das Alltagsgeschehen, durch Süchte, durch Kaffee, durch Tabletten, durch schlechte Ernährung, durch Fernsehen, durch Mind-Control, durch die Programmierungen der Matrix, als dass ich diese Botschaften verstehen kann. Und die geistige Welt erhöht dann den Druck, dreht dann ein bisschen auf und erhöht das Leid, um dir die Botschaften schmackhafter zu machen. Und das kann dann auch zum Tode führen, weil viele diese Botschaften nicht verstehen. Und dann fühlt man sich schnell als Opfer der Geschehnisse und versteht das Ganze nicht. Und da nehme ich auch die Indigos nicht aus, weil auch die müssen sich wieder hier finden und entwickeln und wieder zurückfinden und sich wieder erinnern, wer sie sind und wieder in ihre Macht kommen. Und auch die erleben einen Prozess. Und letztendlich leiden sowieso nur die positiven Sternensaaten und die Indigos auf dieser Erde. Die dunklen Wesen, die Dunkelheit in den Menschen, sprich diese künstlichen Menschen, die keine Seele haben, die leer sind, die leiden auch nicht, weil sie haben ja keine Gefühle. Sie sind ja die, die uns zum Leiden bringen. Und das ist ja auch letztendlich ihre Aufgabe, weil durch sie erkennen wir den Unterschied, durch sie erkennen wir, dass wir anders sind, dass wir was Besonderes sind. Und somit können wir dadurch auch erwachen, indem wir diese Unterschiede erkennen. Sananda, die Menschen jagen, töten und essen Tiere. Es werden immer mehr Tiere getötet, weltweit. Woanders verhungern sie elendig. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen dem Leid der Menschen und dem Leid der Tiere? Eine sehr wichtige Frage. Ich denke, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die man stellen kann. Natürlich gibt es einen Zusammenhang, weil wir sind alle eins und wir sind alle miteinander verbunden. Und Tiere sind nichts anderes wie Botschafter Gottes, Botschafter der Liebe. Die Tiere opfern sich für uns Menschen. Das heißt, es sind Geistwesen, inkarnieren in Tierkörpern und opfern sich, oder man könnte auch sagen, machen einen Liebesdienst für uns Menschen, weil sie uns zum einen die Liebe bringen wollen und zum anderen auf etwas aufmerksam machen wollen. Das heißt, sie überbringen uns Botschaften. Wenn Tiere in unserem Umfeld krank werden, dann spiegeln sie uns Menschen. Das heißt, wenn ein Tier krank wird, dann ist oft sein Herrchen krank oder das Frauchen krank. Und das Tier versucht dann, uns darauf aufmerksam zu machen. Es sind aber auch Energieübertragungen, die da stattfinden. Das heißt, je länger ein Mensch mit einem Tier zusammen ist, desto mehr nimmt das Tier Teile der Energie des Menschen an. Oft werden auch Seelenanteile übertragen für die Dauer der Inkarnation. Und man ist quasi ständig miteinander verbunden, der Mensch und das Tier. Und wenn der Mensch krank wird, wird das Tier krank. Und wenn das Tier krank wird, wird der Mensch krank. Das heißt, es gibt kein Entweder-Oder und wir sind nicht getrennt von den Tieren. Und was Gott mit erreichen will, ist einfach nur, uns die Verbindung zum Göttlichen dadurch wieder näher zu bringen, weil die Menschen haben die Verbindung zu Gott verloren. Sie haben sich abgewandt von Gott, sie haben sich hauptsächlich der Dunkelheit zugewandt. Und die Tiere versuchen uns wieder dem Licht zuzuführen und bringen uns Liebe und bringen uns das Wort Gottes ins Haus. Und die Menschen verstehen die Botschaften nicht,
und töten und jagen die Tiere und fressen sie, weil sie sich eben nicht Gott zuwenden wollen. Natürlich nicht alle Menschen, ganz klar. Und die Menschen töten die Tiere, fressen sie, weil sie eben was nicht verstanden haben. Sie sind eben der Meinung, aufgrund der Programmierungen, die sie bekommen haben, dass die Tiere zu unserem Vergnügen da sind, damit wir sie fressen können und schlagen können und benutzen können. Und das ist auch eine missverstandene Botschaft. Sie verkehren das quasi ins Gegenteil. Sie pervertieren diese Botschaft von Gott und werden dadurch natürlich auch enormes Leid auf sich ziehen, was sich auch abzeichnet auf der Welt. Es wird immer mehr Fleisch gefressen, immer mehr Tiere werden geschlachtet, immer mehr Tiere werden exportiert, jetzt schon nach China. Die Schweine von Deutschland werden jetzt schon nach China exportiert. In manchen Ländern werden Hunde und Katzen gefressen, in manchen Ländern Meerschweinchen. Das ist eine Perversion, die da stattfindet. Und für die meisten Menschen ist das normal, weil sie kein Bewusstsein haben. Sie haben kein Gefühl, kein Herz, sie haben die Bindung zu Gott verloren. Für sie ist es normal, dass ein Tier schreit und leidet und blutet. Das ist normal für die. Es ist eben ein Tier. Es ist für die meisten Menschen kein Lebewesen. Für mich ist ein Tier genau das Gleiche wie ein Mensch. Die meisten Tiere, nicht alle, es gibt ja auch künstliche Tiere von der Dunkelheit, die keine Seele haben, die gibt es auch. Und die Tiere erfüllen eine wichtige Aufgabe hier auf der Erde, weil sie mit dazu beitragen wollen, dass die Menschen oder ein Teil der Menschen aufwachen können. Und da dies eben nicht geschieht, leider noch nicht geschieht, wird das Leid immer größer werden der Tiere und es wird auch immer schmerzhafter für die Menschen werden, für die erwachten Menschen wird es immer schmerzhafter werden, das Leid ertragen zu müssen und mit anschauen zu müssen. Das heißt, Indigos und positive Sternensaaten, Menschen mit Herz und Gefühl, werden immer mehr leiden. Und die anderen, die Masse, denen geht es am Hintern vorbei, die lachen sich einen Asch ab, die schlagen noch drauf auf ein Tier, wenn es auf dem Boden liegt und jammert. Es interessiert die gar nicht. Da haben die nur ein müdes Lächeln übrig. Und das verstärkt wiederum das Leid für unser Eins. Es wird also für uns in Zukunft unerträglich werden. Gerade das Tierleid wird für uns unerträglich werden. Und da muss man sich schon was überlegen, wie man da damit umgeht. Das geht auch mir so sehr nahe. Und ich kämpfe da auch damit, da damit umzugehen, auch wenn ich die geistigen Ursachen dahinter erkenne und weiß, um deren Aufgabe tut es trotzdem weh. Sananda, du schreibst in deinen Büchern immer wieder über das große Zerstören der Erde, von allem Göttlichen. Warum lässt Gott das alles zu? Wie ist deine Sicht der Dinge? Wie lautet deine Antwort hierauf? Ja, da fällt mir ein Witz ein, als jemand gestorben ist und in den Himmel kommt und tritt dann vor Gott und erklärt dem Gott dann das Leid auf dieser Erde und ist ganz erbost und schildert dann das ganze Leid und fragt dann Gott, warum er das eigentlich zulässt. Und Gott sagt dann, genau das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Warum lasst ihr Menschen das eigentlich zu? Es ist natürlich ein leichtes immer zu sagen, Gott ist schuld, Gott ist verantwortlich und Gott will das, dem ist nicht so. Wir sind alles eigenständige Geistwesen mit einem freien Willen, der natürlich durch das sogenannte Schicksal oder auch Lebensaufgabe eingeschränkt ist, weil wir haben natürlich alle eine Lebensaufgabe, warum wir inkarnieren. Die können wir nicht abschütteln mit unserem freien Willen. Wir haben den freien Willen eigentlich hauptsächlich vor der Inkarnation. Danach haben wir einen eingeschränkten freien Willen, aber wir haben noch einen. Sonst müssten wir gar nicht inkarnieren, wenn wir den nicht leben könnten. Und die Frage ist nicht, warum lässt Gott das zu, sondern warum lassen die Menschen das zu, dass die Erde zerstört wird. Die Dunkelheit ist unnachgiebig. Die Dunkelheit hat kein Gefühl, kein Herz. Die Dunkelheit zerstört. Das ist die Aufgabe der Dunkelheit.
Die Aufgabe des göttlichen Menschen ist es, dieser Zerstörung Einhalt zu geben. Und diesen freien Willen haben wir und wir haben auch die Macht, der Zerstörung Einhalt zu gebieten. Wir nutzen diese Macht nur nicht, weil wir uns von der Dunkelheit um den Finger wickeln haben lassen und uns ablenken lassen durch die Materie, durch Luxus, durch ein schönes Leben, durch angenehme Dinge des Lebens lassen wir uns ablenken und denken dann, ja, ich habe ja nur ein Leben, nach mir die Sintflut. Und für mich reicht es vielleicht noch und vielleicht noch für meine Kinder und mir, was will ich denn tun? Das ist eben die falsche Einstellung. Wir sind eben hier, um etwas zu ändern. Darum sind wir hier. Wir sind einmal hier, um unsere eigene Lebensaufgabe zu erfüllen. Und wir sind hier auch, um das Kollektiv manipulieren tut die Dunkelheit, um das Kollektiv zu beeinflussen, zum Positiven zu beeinflussen. Das heißt, wir halten es in der Hand, den dunklen Reptus und Rakus, die uns regieren, den Merkels und Bushs und Obamas und wie die auch alle gerade heißen, letztendlich geht es ja um diese Wesen in diesen Politikern drin, die uns verarschen und regieren und die werden das weiterhin tun. Die werden das Göttliche zerstören, die werden die Wälder zerstören, die werden das Unterholz zerstören, sie werden den Lebensraum aller Tiere nehmen und zerstören. Sie werden auch den Lebensraum aller Menschen zerstören und sie werden immer weitermachen, weil sie keine Gnade kennen. Und es liegt an uns, denen Einhalt zu geben. Es liegt an uns, in unsere Macht zu kommen und diesen Wesen Einhalt zu gebieten und sagen, stopp, nur bis hierher, jetzt reicht's. Und das können wir, indem wir erwachen, unserer Stärke und Macht bewusst werden und uns vereinen mit unseresgleichen. Dann werden wir diesen Prozess vielleicht stoppen können. Sananda, du hast in relativ kurzer Zeit über 70.000 Menschen behandelt. Den größten Teil davon erfolgreich behandelt. Du hast tausende Menschen und Tiere, sagen wir mal, geheilt. Ist die Tatsache, dass es gute und böse, lichtvolle und dunkle Menschen gibt, mit ein Grund, warum du nicht jeden heilen kannst? Muss jeder selbst etwas tun? Und hat das auch etwas mit dem Bewusstsein zu tun? Eine ganz wichtige Frage. Das Bewusstsein heilt. Bewusstsein ist alles. Und Menschen, die nicht bewusst werden, können nicht geheilt werden. Das ist mal eine ganz klare Aussage. Und ich kann auch keine dunklen Wesen heilen. Ich kann keine Roboter heilen. Ich kann keine künstlichen Wesen heilen. Das geht nicht. Ich kann keine Reptiloiden heilen. Ich kann sie nicht heilen, weil sie nicht heilbar sind. Ich kann nur göttliche Wesen heilen. Ich kann nur beseelte Menschen heilen. Und diese positiven Sternensaaten und Indigos, die sind auch der Grund, warum ich inkarniert bin. Ich bin nicht gekommen, um die dunklen Wesen zu heilen. Ich bin gekommen, um die Indigos und die positiven Sternensaaten aufzuwecken und durch mein Bewusstsein, durch meine hohe Energie, die ich verkörpere, in Anführungszeichen zu heilen. Die Heilung verläuft ja nicht so, dass ich jetzt hingehe und einen Zauberspruch sage und sage, du bist jetzt geheilt, sondern es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es die hohe Energie, die ich verkörpere, die im Menschen, im Probanden, im Klienten eine Art Bewusstseinssprung verursacht, eine Art Energieanschub, den auch viele Menschen sofort spüren und der dann wiederum die Selbstaktivierung, die Aktivierung der Selbstheilungskräfte aktiviert. Ja, so war es jetzt richtig. Das heißt, durch mein Bewusstsein, durch meine Energie aktiviere ich quasi die Selbstheilungskräfte im Körper des Menschen oder beeinflusse es wie bei Tieren zum Beispiel. Es gibt ja viele Heiler, die arbeiten mit dem Placebo. Sie sind in Wirklichkeit keine Heiler, sondern sie machen den Menschen glauben, dass sie geheilt werden und die Menschen heilen sich durch den Glauben selbst. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Ich habe aber viele Klienten, die können gar nicht glauben, weil sie behindert sind oder weil sie gar nicht wissen, dass sie von mir behandelt werden, weil viele meiner Klienten machen ja sogenannte Pakete, indem sie ihre Angehörigen und Bekannten mitbehandeln lassen, die aber gar nichts von der Behandlung wissen.
Oder Tiere wissen auch nicht, dass sie von mir behandelt werden. Das heißt, ich kann mit dem Placebo-Effekt nicht arbeiten. Es muss also eine andere Kraft dahinter stecken, die das verursacht. Das heißt, das Ziel einer Behandlung von mir ist es, die Symptome, das heißt die Krankheiten, beim Mensch und beim Tier zu entfernen und den Mensch und das Tier wieder in den göttlichen Urzustand zu versetzen. Und zweitens möchte ich, dass die Klienten ein höheres Bewusstsein erlangen und auch behalten. Und dieses Bewusstsein können sie aber nur behalten durch Erkenntnisse. Das heißt, wenn ihnen bewusst wird, durch eigene Erkenntnisse, die sie erlangen, wer sie wirklich sind und warum alles passiert. Das heißt, wenn sie die Wahrheit erkennen, dann werden sie ihr Bewusstsein behalten können, wenn sie verstehen, warum sie krank geworden sind, welche Botschaft hinter dieser Krankheit steckt, hinter diesen Schmerzen. Und die Menschen und auch die Schulmedizin macht ja nur eins, sie bekämpfen die Symptome, sie unterdrücken die Symptome der Krankheiten, sie unterdrücken den Schmerz, nehmen den Menschen oder versuchen es, nicht das können sie ja mal mehr richtig, den Menschen den Schmerz zu nehmen, dann ist der Mensch glücklich und lebt weiter in seinem Trott und hat nichts verstanden und bekommt alles wieder und rennt wieder zum Arzt und hat einen ewigen Kreislauf, eine ewige Odyssee, manchmal ein Leben lang, weil er die Botschaft nicht verstanden hat, weil ihm die Information abgeschnitten wurde durch die Symptombekämpfung. Und ein wesentlicher Bestandteil der Heilung beim Menschen ist es, dass er die Informationen versteht. Das heißt, der Mensch muss sich auseinandersetzen mit seiner Kindheit zum Beispiel, mit Traumata, die er verdrängt hat. Er muss sich auseinandersetzen mit Fehlverhalten, die er oder sein Partner zum Beispiel an sich hat und lebt. Oder warum ihm immer wieder das Gleiche passiert. Und wenn er sich damit auseinandersetzt und Erkenntnisse gewinnt, wird er zusammen mit der Behandlung und der Bewusstseinsanhebung eine dauerhafte Heilung erfahren und ja, heil sein, wieder ganz sein. Und das ist mit der Schulmedizin nicht mehr möglich. Und deswegen kann man auch nur Menschen heilen, die diesen Weg gehen können, die diese Erkenntnisse sammeln können und verinnerlichen können. Die werden dauerhaft geheilt werden. Menschen, die sich um nichts kümmern, denen die Krankheit wurscht ist, die einfach nur sagen, heil mich mal, die werden nicht geheilt werden können. Das funktioniert nicht. Die sollen dann bitte zum Arzt gehen, da sind sie dort richtig. Ich möchte das ganzheitlich machen und das geht leider nicht bei jedem Menschen zwangsläufig aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Tiere bilden da eine Ausnahme, weil Tiere uns ausgeliefert sind und diese Erkenntnisse nicht bekommen können, haben sie quasi so eine Art Gnade Gottes, wenn sie behandelt werden und werden quasi sofort geheilt nach Möglichkeit. Es gibt aber auch noch eine andere Ausschlussklausel, warum manche nicht geheilt werden können, auch Tiere nicht. Wenn die Botschaft dringend ankommen muss beim Menschen, das heißt, ich würde ja quasi dem Menschen schaden, wenn ich ihm die Botschaft nehme, die Informationen nehme und ihn einfach heile und er dann die Botschaft nicht bekommt, dann würde ich mir schaden. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Ich muss den Menschen aufklären und ich muss dafür mithelfen, dass er die Informationen bekommt und an sich arbeitet, Erkenntnisse über sich selber gewinnt. Dann kann die ganzheitliche Heilung stattfinden. Und Tiere haben oft auch die Aufgabe, einen Mensch drauf zu lupfen. Würde ich jetzt das Tier einfach heilen und dann würde die Botschaft verschwinden. Also es gibt Ausnahmen aus den Gründen, die ich jetzt erklärt habe, warum nicht jeder geheilt werden kann, schließt aber nicht aus, dass derjenige nicht später geheilt wird, weil es gibt keinen zeitlichen Rahmen für einen Erfolg. Also es steht nirgends geschrieben, dass jemand, der mich beauftragt, jetzt in 3 Monaten geheilt sein muss oder in 6 Monaten. Er wird dann geheilt sein, wenn er die Botschaft verstanden hat.
Also letztendlich liegt es wiederum an jedem selber, wann die Heilung eintritt oder ob sie eintritt. Es hat letztendlich jeder selber in der Hand. Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Band 1, die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Und Band 2, schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net